Ja, eben auch bei Land, das dem Land gehört, also den Bundesländern und so weiter. Da hat auch jedes Stückchen Bundesland Wald, sofern es dann rechtlich gesehen Wald ist. Und an dieser rechtlichen Waldzusammensetzung, da ändert sich nur ganz, 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 ganz langsam mal was. Da wird dann hier und da vielleicht noch mal ein Hektar aufgeforstet. Gerodet wird kaum. Das gibt es fast gar nicht. Wir haben also wirklich so strenge Auflagen, dass der Wald nicht gerodet werden darf. Das wird so gut wie nie weniger. Manchmal muss mal irgendwas reingebaut werden in den Wald, irgendein Strommast oder was. Dann gibt es sogenannte Ausgleichsmaßnahmen, dass irgendwo anders die gleiche Fläche Wald dann wieder aufgeforstet werden muss. Waldfläche bleibt sich also konstant. Und aber ja, für jedes Stückchen Wald gibt es in irgendeiner Form einen Förster, außer Privatwald. Da nicht. Jo, und wenn es dann halt so kleine Stückchen Wald sind, ich habe es eben am Anfang schon erwähnt, dann gibt es quasi einen Förster, der ganz viel rumreisen muss. Oder was auch gibt, sind dann so quasi halbselbstständige Förster, die ja, auf Werksvertragsniveau oder auf das quasi dann so für ein paar Monate mal beförstern. Dass man denen dann für ein paar Monate den Auftrag erteilt, jetzt mach mal hier kurz auszeichnen und so weiter, guck mal, dass du das alles ordentlich hinkriegst und dann bist du wieder weg. Also dass die gar nicht fest angestellt sind, sondern das eben ja freiberuflich machen. Oder selbstständig, jetzt weiß ich gerade nicht, ob das dann freiberufliche Selbstständigkeit ist oder nicht. Gut, so, dann Squawk, Standby oder so ähnlich, meint: Der Hut! Ich will den Hut! Vergiss es, das ist meiner. Ich habe ein Hutvideo gemacht. Wie heißt es denn? Mein Hut hat keine Ecken oder so ähnlich. Auch einfach mal die YouTube-Suche verwenden. Nein, meinem Wald, mein Hut hat keine Ecken oder irgendwie so. So, dann möchte der Michael Hayes. Betrifft Wohnen im Wald. Du hattest ja schon erklärt, dass ein Wald immer noch ein Wald bleibt, auch wenn alle Bäume abgeholzt sind. Aber wie sieht es andersherum aus, wenn man rund um sein Haus ganz viele Bäume, zum Beispiel Pappeln, pflanzt? Wann wird daraus rechtlich gesehen ein Wald? Solange sich dein Haus, wie ich mal annehme, in irgendeiner Form auf einer Fläche einer Gemeinde befindet, die im Landesflächenplan, Bundesflächenplan, Gemeindeflächenplan, da gibt es irgendeinen x-beliebigen Flächenplan oder Bebauungsplan, irgend sowas. Landschaftsplanung ist lange her, das hatte ich wohl auch mal ein bisschen. Und da gibt es dann für alle möglichen Landschaftstypen irgend so einen Plan, was man wohin stellen darf, damit halt eben das Landschaftsbild nicht allzu sehr völlig außer Kontrolle gerät. Das ist alles geregelt bei uns. Ist in diesem Fall auch gut, weil sonst könnte man halt auch irgendwelche Häuser in die schönste Aussicht weit und breit mitten rein ein Hotel stellen. Das will ja auch keiner und deshalb ist sowas halt eben geregelt. Ich persönlich finde das echt sinnvoll. Ja, und ein Wald wird juristisch nur dann zum Wald, wenn du ihn juristisch erst aufforstest. Also sprich, du kannst auch irgendwo Bäume hinstellen, ohne dass das ist dann zwar eine Aufforstung, aber keine juristische. Also sprich, der Flächennutzungstyp, der Landnutzungstyp ändert sich dadurch nicht. Du kannst in deinem Garten so viele Bäume pflanzen, wie du möchtest. Solltest du dann das Haus aus deinem Garten entfernen und daraus ein reines, ja, Ackergrundstück quasi im ersten Moment mal machen, sofern das in deiner Gegend vorgesehen ist, mitten im Dorf würde das zum Beispiel nicht funktionieren, soweit ich weiß, dann könntest du im nächsten Schritt das dann auch zum Wald erklären lassen, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. So würde das dann funktionieren, aber dann kannst du da halt nicht mehr wohnen, außer eben halt unterm Baum. So, ich muss mal einen Schluck trinken zwischendurch. Ich will ja keine Schnitte machen, deshalb müsst ihr das jetzt ertragen. Das ist jetzt auch keine Schleichwerbung für irgendein schwarzes Getränk. Ich trinke außerdem nie schwarze Getränke. Das bildet ihr euch immer nur ein. Es ist bei dieser Kamera so ein Problem, die färbt Wasser immer so gern schwarz. Das ist besonders, wenn es in Flaschen ist. Das ist eigenartig. Naja. Odin und Freya B. Hallo Ben. Das muss ich jetzt ein bisschen abkürzen, das ist sehr lang. Das ist zwar ein toller Kommentar und ich sehe schon, ich freue mich. Bin gerne viel im Wald unterwegs. Geht um Schweine. Ja, stimmt. Habe ich da nicht eben noch drauf geantwortet gehabt, irgendwann mal aus Versehen?
Ich meine, das hätte ich irgendwann schon mal aus Versehen beantwortet gehabt. Ja, also jedenfalls ist er da viel im Wald und gerne im Wald unterwegs und findet meine Wildschwein-Trilogie gut, aber, beziehungsweise hat ihn auch ein bisschen beruhigt, wenn ich das richtig interpretiere, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Viecher aggressiv werden, möchte aber wissen, wenn sie aggressiv werden, was man dann jetzt so als Notlösung in dem Fall an technischen Maßnahmen vielleicht mitführen könnte, um sich da zu verteidigen. Ich meine auch, ich hätte ihm da wirklich schon was drauf geschrieben, dann habe ich den Kommentar aus Versehen schon textalisch beantwortet. Ich sage es euch jetzt trotzdem. Was war es denn? Im Prinzip, wenn man ganz auf Nummer sicher gehen möchte, dann natürlich erst mal gucken, dass die Wildschweine wahrscheinlich sowieso nicht aggressiv werden und sich dann einfach langsam zurückziehen, wenn man auf welche trifft. Das habe ich ja, was man da alles an solchen Deeskalationsmaßnahmen ergreifen kann, ist im entsprechenden Video ja ein bisschen beschrieben. Meine eine Runde Blödsinn machen mit dem Holzwildschwein ganz am Schluss, das sei jetzt mal bitte von euch ignoriert für den konstruktiven Dialog. Schreckschusspistole war im Gespräch und Pfefferspray waren im Gespräch. Schreckschusspistole meinte, das wird den Keiler wahrscheinlich nicht aufhalten, wenn er gerade auf einen zurennt. Das ist richtig, wenn der Keiler schon unterwegs ist und quasi auf einen zurennt, dann wird er sich wahrscheinlich durch die Schreckschusspistole nicht mehr allzu sehr beeindrucken lassen. Vielleicht auch doch, man könnte es mal ausprobieren, wenn er noch leicht genug weg ist, dass man Zeit hat, erst mit der Schreckschusspistole zu schießen und dann mit dem Pfefferspray zu hantieren, weil das ist dann die Alternative. Ja klar, Pfefferspray ist definitiv hilfreich, die Viecher leiden da wie Sau. Je empfindlicher das Riechorgan, desto schlimmer ist es, wenn entsprechend Pfefferspray drankommt. Und das ist bei Wildsau dann wirklich jenseits von Gut und Böse, wenn man die Nase trifft, sind die wahrscheinlich bedient. Also da bin ich mir ziemlich sicher, aber es gibt dazu halt keine Untersuchungen, weil man aus Tierschutzgründen jetzt nicht Versuche mit 100 Wildschweinen gemacht hat, die man jeweils mit Pfefferspray gepfeffersprayt hat. Ist, glaube ich, auch sinnvoll, dass man das nicht gemacht hat. Bin mir aber doch sehr sicher, dass das gut funktionieren sollte, dass sie dann erstmal nicht mehr allzu gefährlich sind, beziehungsweise auch irgendwo so ein bisschen das Weite suchen werden. Problem ist, das muss man natürlich erstmal schaffen, das Vieh dann zu treffen, weil die sind halt echt richtig, richtig, richtig schnell. Und zweitens, selbst wenn man es trifft, bleibt es ja nicht sofort wupp, stehen, tschung, andere Richtung weg, sondern bewegt sich schon noch ein bisschen weiter. Und wenn man es erst innerhalb der Reichweite einer normalen Pfeffersprühdose erwischt, dann sind die Chancen, dass einen das Schwein danach dann immer noch erwischt, weil es halt einfach noch Schwung hat, auch relativ hoch. Also Auseinandersetzung mit Wildschwein, wenn es wirklich dazu kommt, die Chancen, dass man da schadfrei draus hervorgeht, wenn die Sau einem wirklich richtig wehtun möchte, manchmal greifen sie auch nur zum Vertreiben an, das weiß da als Mensch ja nicht, was da jetzt die Intention dahinter ist, und denen reicht's, wenn sie sehen, okay, der hat Schiss, der haut ab. Ja, wenn sie wirklich oft drauf abgesehen haben, einen kaputt zu machen, kann man nicht allzu viel dagegen unternehmen, es sei denn, man hat wirklich irgendwelche großkalibrigen, und zwar richtig großkalibrigen Schusswaffen. So, trotzdem, es könnte also nochmal Deeskalation, bevor jetzt wieder jemand Angst kriegt, es hilft. Also das Schwein ist danach wirklich wahrscheinlich weg, aber man müsste sich dann halt quasi sprühen und ab ins Gebüsch hüpfen, also in einem großen Bogen, damit man von der Sau nicht mehr da angetroffen wird, wo man eben stand. So in der Theorie, ich habe es noch nicht ausprobiert. Der Gulli-Olm wüsste gerne, ich finde den Namen so geil, wirst du in Zukunft mehr Equipment-Videos machen? Wie stehst du zum Preppen? Wie sehen deine Zukunftspläne bezüglich Wald und Kanal aus? Das dauert einen Moment. Mehr Equipment-Videos mache ich nur dann, wenn ich mehr Equipment habe, beziehungsweise irgendwann kommt der Punkt, an dem ich alles, was ich so besitze an Equipment, euch mal gezeigt habe. Also außer jetzt so Dinge, die ihr nicht zu sehen braucht, beziehungsweise was so absoluter Kleinkram ist. Es gibt auch zum Beispiel noch so ein paar Messerchen. Ich soll ja und will auch mal irgendwann ein fast alle meine Messer-Video machen, aber da sind halt auch Sachen dabei, die habe ich als Kind mal geschenkt bekommen, weil ich als Kind schon von den Teilen fasziniert war. Die haben keinen wirklichen Nutzwert, sowas würde ich euch jetzt nicht vorstellen. Ich habe teilweise auch irgendwelche uralt Ausrüstungsdinge mal gekauft, die ich dann dreimal benutzt habe und dann sind sie wieder weggeflogen. Zum Beispiel Beinlinge zum Poncho. Das sind quasi so, ja, so lange Hosenbeine, die oben ein Gummi haben, mit dem man sie sich ans Bein heften kann und wie ein Hosenbein, ohne oben halt zu sein, in Anführungszeichen.
Die ziehe ich auch nie wieder an, habe aber sowas noch. Ich habe noch verschiedene alte Regenschutzhüllen rumliegen. Ich hebe ja alles auf. Ich habe ja auch diverse Rucksäcke, die ich nicht mehr benutze. Ach ja, ja. Aber irgendwann habe ich euch alles gezeigt, was meiner Meinung nach vorzeigbar ist. Jetzt irgendwie was zeigen und sagen, das ist scheiße, das macht ja auch keinen Sinn. Also von daher, ja. Ich habe halt, will keinen Gear-Kanal machen. Ich mache den Ausrüstungskrempel nur so ein bisschen nebenher, solange es mir Spaß macht. Und wenn ihr halt mal tatsächlich irgendwas Neues kaufen sollte, dann zeige ich euch das natürlich eben auch, wenn es dann was ist, was sich einigermaßen herzeigen lässt. Ja, ich versuche möglichst wenig Ausrüstung, neue Ausrüstung zu kaufen, solange das, was ich habe, noch einigermaßen funktioniert. Da sehe ich nicht ein, weshalb ich dann was Neues brauche, und ich brauche auch nicht drei wasserdichte Jacken. Mir reicht da dieses uralte, langsam auseinanderfliegende Teil, was ich da noch habe. Die kann ich euch aber auch mal zeigen im Übrigen. Noch ist sie dicht, sie sieht scheiße aus, sie ist nicht mehr das Gelbe vom Ei, und man kommt sich damit irgendwie vor, wie als ob man mit einer ewig alten Gore-Tex-Jacke rumrennen würde, denn das tue ich ja auch, aber es funktioniert noch. Außerdem kann man vieles mit einer gewissen Leidensfähigkeit ausgleichen. Wie stehst du zu Preppen? Finde ich extrem lustig, also so als Hobby, wenn man das wirklich jetzt so in erster Linie jetzt vielleicht auch wegen des Hobbycharakters betreibt. Also das in erster Linie, der auch eine Rolle spielt. Ich denke, die meisten, die das machen, werden das zumindest für sich selber beschlossen haben, dass sie das in erster Linie machen, weil sie sich wirklich auf irgendeine Notsituation vorbereiten. Aber ich finde das auch einfach unglaublich lustig, dass man sich da, also vom Spaßfaktor her, dass man sich da so seine Gedanken macht, oh, jetzt brauche ich noch dies und das und jenes und schöne Listen aufstellt und sich seinen Keller entsprechend einrichtet. Das macht mir auch Spaß. Ich mache das auch so ein ganz bisschen. Ich würde mich so in die Kategorie Notrucksackbevorrater irgendwo einteilen. Ich habe keine riesigen Vorräte im Haus. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, mir einen 14-Tage-Notvorrat zusammenzubauen. Der ist noch nicht ganz vollständig. Aktuell reicht es erst für eine Woche, aber so nach und nach. So mit dem, wenn du einkaufen gehst, kauf auch mal eine Dose Ravioli mehr, als du brauchst. Strategie beispielsweise. So rüste ich langsam ein bisschen auf. Und ja, und die Sache mit dem Fluchtrucksack, das ist ja auch sowas. Muss man den fertig gepackt in der Ecke stehen haben, dass man den nur noch greifen und los? Oder reicht es, wenn man die Sachen weiß, wo sie liegen und das Ding innerhalb von einer Stunde zusammenpacken kann? Ich vertrete letztere Theorie. Die erstere Theorie ist mir zu viel Aufwand. Also ich finde Preppen im Prinzip grundsätzlich gut. Leute, die das machen, sind immer durchaus sympathisch, solange sie nicht die amerikanische Variante des Ganzen betreiben, die dann auch teilweise ein bisschen weit geht. Das ist mir dann wieder zu krass. Also wenn man das sein ganzes Leben da quasi drauf ausrichtet und seine Freunde danach aussucht, dass die alle eine Nahkampfausbildung haben oder hervorragend schießen können und solche Sachen, das finde ich dann ein bisschen krass. Auch die ganze Waffengeschichte, die bei den Amis da dann abläuft. Jetzt kriege ich garantiert 15 Leute, die anderer Meinung sind, aber ich gehe davon aus, dass wenn wir eine Notsituation haben, es dann nicht automatisch dazu kommen wird, dass sich plötzlich alle umbringen aus irgendwelchen Gründen, sondern gehe eher davon aus, dass dann eher hohe Solidarität herrscht. Das hat nämlich bisher so die Geschichte gezeigt, wenn irgendwo eine Naturkatastrophe oder ähnliches ausbricht, und ich halte Naturkatastrophen als Ökologe für wahrscheinlicher als irgendwelche gesellschaftlichen Großdesaster, dann tun sich die Leute doch eher zusammen und helfen sich gegenseitig, anstatt dass man sich gegenseitig niedermetzelt. Also sowas ist ja noch nicht mal in Ansätzen irgendwann mal vorgekommen. Höchstens so ein kleines bisschen verlassene Häuser plündern, aber dabei kommt niemand zu Schaden. Das heißt, da hilft es einem auch nichts, wenn man irgendwelche Waffen mit sich rumschleppt, sondern man sich in seinem Haus, das unter Wasser steht, nicht befindet. Aber da kann man viel drüber diskutieren. Ich setze mich da so sekundär mit der Prepperei auseinander. Ich bin da halt eben kein Experte, was bei den ganzen Outdoor-Sachen so mein Fachgebiet ist, ist Trekking. Das habe ich schon am allermeisten betrieben. Danach kommt dann halt eben die Bushcraft-Geschichte und der Survival-Bereich. Und das mit dem Prepping, da bin ich genauso einer, der irgendwelche Texte dazu liest und irgendwelche Videos dazu guckt und sein Wissen nur daher bezieht, wie die allermeisten von uns wahrscheinlich. Es sei denn, jemand hat da irgendwelche krassen Kurse zugemacht oder irgendwie so. Oder macht da irgendwelche krassen Kurse zu. So, dann, was wollte ich noch wissen? Wie stehen deine Zukunftspläne bezüglich Wald und Kanal aus? Ich habe doch keine Zukunftspläne für den Wald. So Jesus bin ich dann auch nicht. Kanal, ich höre immer, mach so weiter.
hat da wirklich, bleibt dabei. Ich habe noch so viele Ideen für Videothemen, da ist kein Ende in Sicht in nächster Zeit. Irgendwann, wenn mir wirklich die groben Themen ausgehen und ich davon ausgehen darf, dass ihr euch bis dahin dann weiterhin schön brav fast alles anguckt, dann seid ihr ja auch schon expertentechnisch so weit vorgebildet, dass ich dann auch ins Detail gehen kann. Und dann können wir uns mit dem exakten Mechanismus der Photosynthese und so einem Scheiß auseinandersetzen. oder mal Grundsätze des Waldbaus und wie bewirtschafte ich meinen Wald am vorteilhaftesten oder Grundsätze der Theorie des Wildtiermanagements durchkauen, wirklich so richtig fortgeschrittene Sachen. Irgendwann. Und spätestens, wenn es in diesen fortgeschrittenen, detaillierten Bereich geht, dann habe ich nochmal Themenideen über Themenideen. Und ich bilde mich, wenn ich sowas vorbereite, ja jedes Mal auch immer selber weiter. Von daher, oh Gott, das endet, das nimmt kein Ende. So, jetzt der Ruhrpott Outdoor. Ich schaue deine Videos immer sehr gern und hätte nur eine einzige Frage. Warum bestehen viele deiner Videos zu 30% eigentlich nur aus Entschuldigung für schlechten Ton, angeblich uninteressante Beiträge, vergessenes Equipment oder sonstige Tiefstapeleien und Heruntermachereien deiner eigenen Arbeit, obwohl das ja augenscheinlich unnötig wäre? Liebe Grüße, Goose, wenn ich dich korrekt ausspreche. Ja, ich bin einmal zu oft wegen zu viel Selbstvertrauen auf die Fresse gefallen und habe deshalb beschlossen, dass mir das nicht noch einmal passiert und deshalb lieber da unten und weniger da, wo ich auch schon mal gewesen bin. Es kommt einfach so von meinen bisherigen Erfahrungen im Leben her nicht so gut, wenn du irgendwo hingehst und ein paar Semester Forstwissenschaften studiert hast und dann der Meinung bist, dass du der Quack bist. Und auch so in anderen Lebensbereichen. Es gibt so ein paar Sachen, die kann ich. Ich versuche hin und wieder vielleicht mich nicht allzu sehr selber runterzumachen und zuzugeben, dass ich die kann. Und es gibt aber auch viele Dinge, die kann ich wirklich einfach objektiv gesehen nicht. Deshalb, ja. Ja, Hauptargument, ich bin ein paar Mal zu oft wegen Großkotzigkeit auf die Fresse gefallen. Das hat sich jetzt darin niedergeschlagen, dass ich jetzt versuche, gerade zumindest speziell jetzt hier in der Öffentlichkeit, einfach auf Nummer sicher zu gehen und vorsichtig zu sein und jetzt nicht so sehr darauf zu bestehen, dass ich recht habe. Es ist übrigens in der Historie, manche von euch wissen es ja, ich komme ja aus einer recht bekannten Wissenschaftlerfamilie und habe einen sehr, sehr berühmten Großvater in vegetationsökologischen Kreisen. Und der war, das ist ja bei vielen genialen Wissenschaftlern so, man darf da schon genial verwenden in diesem Zusammenhang, der war wirklich, wirklich, wirklich ein ganz großer. Ohne jetzt mich selber loben zu wollen, ich habe da ja nichts von. Ganz oft sind solche Leute schwierige Menschen, das war auch bei meinem Großvater der Fall. Und das Wissen um eben die Dinge, wie mein Großvater sie gemacht hat. Und gerade die Tatsache, dass mich das halt schon irgendwo beeinflusst und was ist, wo ich viel drüber nachdenke, das hat einen großen Einfluss darauf, wie ich jetzt in meinem Fachgebiet eben mit den Dingen umgehe. Weil er war immer der Meinung, dass er als einziger Recht hat bei naturkundlichen Themen. Und man kann sich jetzt streiten, ob er im Endeffekt auch tatsächlich immer recht hatte, aber das hat ihn viele Freunde gekostet und hat ihn sehr unbeliebt gemacht bei den Kollegen. Die Zusammenarbeit mit ihm war schwierig und bei meinem Vater war das teilweise so ein bisschen so ähnlich und das ist halt meine persönliche Vergangenheit, was ich so aus dem Zwischenmenschlichen, dem Umgang mit dem Fachwissen, wie trägt man das an andere Leute heran, so für mich gelernt habe, dass es da vielleicht nicht so gut ist, wenn man da jetzt unbedingt hingeht und hier, ich, großer Waldexperte, ich sage, so ist es und so ist es dann. Und davon abgesehen, was die technischen Aspekte betrifft, an denen ich ja immer rummosel, die bei meinen Videos jetzt nicht so ganz optimal sind. Leute, guckt euch mal beliebige Videos von großen YouTubern an. Die nehmen teilweise in 4K auf. Ich habe hier so ein schäbiges HD und
manchmal habe ich das Gefühl, das Bild ist wirklich jetzt nicht so prickelnd. Dann habe ich nur ein olles Onboard-Mikro an der Kamera. Ich kann keine tote Katze installieren, damit irgendwie das Rauschen vom Wind nachlässt. Davon abgesehen bin ich auch noch eine total faule Sau und benutze immer nur die gleiche Kameraeinstellung, mache keine aufwendigen Schnitte, stelle mich nicht für mein ganzes Gespräch mal hierhin, dorthin, dahin und so weiter und so fort, was den Hintergrund interessanter gestalten würde. Ich hole mich einfach nur in den Wald und laber. Das ist jetzt halt technisch gesehen eben einfach nicht besonders toll. Dann merke ich auch, dass ich eben heute oft mal Wiederholungen auch drin habe in dem, was ich erzähle, was die Videos dann halt zusätzlich noch mal ein bisschen länger macht. Manche dieser Wiederholungen sind zwar gewollt, aber in der Regel sind auch viele dabei, die ich nicht so ganz beabsichtigt hatte. Und das ärgert mich dann und deshalb bin ich halt eben ziemlich selbstkritisch, weil das alles noch nicht ganz so hundertprozentig so läuft, wie ich mir das vorstelle. Och ja, das sind so meine spontanen Gedanken diesbezüglich. Der Ehrlichkeit halber, es gibt auch schon so Momente, da kommt der Tüxen in mir durch und ich bin überzeugt, dass ich Recht habe und frage mich, wie irgendjemand es wagt, meine Kompetenz in Frage zu stellen und dann gibt's so richtig schön akademisch auf die Nüsse. Kommt auch mal vor. Aber irgendwann hinterher stelle ich dann wieder fest, lass doch sowas sein in Zukunft. Ja, aber gut, das ist halt, bin halt jetzt ich. Aktuell gerade. Vielleicht ändert sich das nochmal. Wenn ich 100.000 Abonnenten habe, werde ich wieder arroganter. Ja. Das werde ich ja nie. Komm, hallo. 100.000 Leute in Deutschland, die sich eine halbe Stunde Videos zu Borkenkäfer oder was angucken? Nein. 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 So. Patrick Wahl, hallo Ben, erstmal vielen Dank für deine ganzen Videos mit geballtem Waldwissen. Der Akkusum ist gleich leer. Ich warte förmlich samstags auf Updates. Dankeschön. Meine Frage an dich, kommt noch das Douglasien-Video? Ja. Übernächste Woche. Nächste Woche vielleicht, also das nächste Baumvideo, was ich mache, ist auf jeden Fall die Douglasie. Ich scheue mich da ein bisschen, weil die habe ich in Bachelor- und Masterarbeit behandelt. Ich kenne mich mit keinem Baum so gut aus wie mit der Douglasie. Dementsprechend habe ich Angst, dass das ausartet. Also absolut.